Da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Dark Romanze, verliebter Vampir. Ich bin zwar Album 36 und wir machen weiter mit der Sammler Edition. Ja, dann schauen wir uns mal da rein. Was haben wir denn da Schönes? Was zum Wimmeln. So, einmal Brot. Ich habe hier die Flügel, die ich brauche später. Die Münze will ich nicht nehmen. Okay, gut, dann nicht. Ich muss hier den Griff befestigen. Ja. Hier fehlt die Linse. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall schon mal den... Hier ist doch die Linse, genau. So. Hier haben wir dann... Nein, das ist es nicht. Was ist denn das? Rubinarmreif. Wo ist denn der Armreif? Ich sehe momentan keinen Armreif. Okay. Machen wir weiter. So, ja, mal noch so ein Bildhängteil, genau. Dann brauche ich einen Löffel. Den habe ich auch schon gesehen. Hier. Hier ist dann der Griff, den wir gesucht haben. Dann brauchen wir den ganz normalen Hut. Der ist hier oben. Dann brauchen wir die Schnecke. Dann brauchen wir den Frosch. Dann brauchen wir das Brot. Brot. Ja. So, jetzt brauche ich noch den Rubinarmreif und den Ring. Den Ring. Rubinarmreif, wo war denn das? Hier ist auf jeden Fall der Ring drin. Aber der Armreif sehe ich nicht. Ah doch, ich sehe ihn gerade. So, und jetzt kriege ich dann den Flügel, genau. So. Kann ich noch nichts machen. Kann ich hier schon was machen? Nein. Doch, kann ich. Das muss ich nämlich mit den Teilen das einsammeln. Ne? Wo war das an zweiter Stelle? So, und dann brauche ich das andere Teil. Glaube ich auch an zweiter Stelle. Das ist also ganz an erster Stelle. Okay. Es ist dann wieder hier für eins. So, dann das hier. Dich brauche ich auf dem anderen Teil mal wieder. Dann das komische Strich da, den brauche ich definitiv. Ich kann mal erstmal hier hinten einsetzen, damit es schneller geht. So. Dann das Dings da brauche ich hier. Landet. Dich brauche ich hier drauf.
Dann brauche ich auf dem da das andere drauf. Das T brauche ich hier in. Aua! Das T brauche ich hier in der Mitte. Die große Teil da bringt mir noch nichts, ne? Mach ich zuerst hier hin. So, und ein weiteres T brauche ich hier ebenfalls. Nein, eins weiter. Ein T. Das Teil da. Habe ich das irgendwo übersehen? Ah ja, genau, auf den T obendrauf. Dich brauche ich hier. Dann das da brauche ich beim anderen, ne? So, dann brauche ich den Kreis hier. Dann habe ich das soweit erledigt. Oder auch nicht. dich brauche ich auf dieser Seite. Dich auf dieser. Dann das Plus und das hier. So, und eins von euch brauche ich auf der Seite. Das heißt erstmal hier. Und dann hier. Eine Kristallkugel. Damit sollte ich Emily kontaktieren können. Ich kann ihr aber momentan noch nichts zuschicken. Durch die Kristallkugel kann ich Emily etwas Kleines zuschicken. Ja, aber momentan kann ich ihr nichts zuschicken. Doch kann ich sogar. Ich glaube, Flügel sogar. Nee. Dann die Rose. Oder braucht er die? Also die Pfeile weiß ich, dass er die braucht. Ich muss die zweite Hälfte der Notiz mit dem Rest des Codes finden, wenn ich diese Tür öffnen will. Ja. Dann muss ich jetzt definitiv zu Emily wechseln. Nicht brauche. Das heißt, wir gehen in das Gewächshaus zurück und zur Brücke. Denn dort werden wir etwas mitnehmen. Denn die Taube kommt nämlich wieder zurück und bringt mir was. Ha, hurra! Enno hat meine Nachricht erhalten und er hat mir eine Antwort geschickt. Enons Nachricht. Hurra! Enno hat meine Nachricht erhalten und die Taube hat mir seine Antwort überbracht. Scheinbar hat er erkannt, wo ich bin und mir die Steine geschickt, die ich brauche, um die Tür zum Keller zu öffnen. Also wird er bald herkommen und mich von hier fortbringen. Mindestens hoffe ich das. So, jetzt fliegt sie für immer weg. Wir gehen nochmal in die Speisekammer. Aber da konnte ich eigentlich nichts mehr tun. Doch, den Stein da, aber den habe ich ja gerade nicht. Okay. Halbmondlappen. Okay, jetzt muss ich euch erstmal schnell einen Tipp. Brauche ich da einen Lappen? Ich habe aber nur eins von zwei. Ja, ich nicht glaube, meine beste Idee, ich weiß. Deswegen wundere ich mich ja auch gerade so. Ah, genau, das brauche ich ja noch. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. So, jetzt kann ich da definitiv nichts mehr machen. Jetzt kann ich aber die Augen einsetzen. Und ich glaube, die Grünen mussten rüber, ne? Zum Glatzi. Genau.
Info! Platziere die Augen in der richtigen Reihenfolge, um die Kellertür zu öffnen. Wähle ein Auge aus und vertausche es mit einem, das daneben liegt. Durchsuche dein Tagebuch nach Hinweisen zur Lösung des Rätsels. Das war natürlich dämlich jetzt. Die Tür ist nun offen. Mal sehen, was dazu aufbewahrt wird. Jetzt geht's in den Keller. So, da mal eine weitere Fledermausstatue. Es ist sehr dunkel hier. Ich kann überhaupt nichts sehen. Ich sollte das Licht einschalten. Okay, hier ist das Licht. So, darf ich sie jetzt mitnehmen? Zum Schloss, genau. Dann haben wir hier den Hammer. Hier kann ich das lesen, wenn ich eine Feder und einen Halbmond habe. My parents died when I was still little. I thought that I was left completely alone. But an old gentleman nearby took me under his care. I had my own room, a wonderful garden, and I was happy. Er lebte an diesem Ort und es lebte an diesem Ort und war hier glücklich. Aber was passierte dann? Können wir uns auch nochmal die Bilder anschauen und das war's dann. Die Geschichte des Mädchens. Ich habe das Tagebuch des kleinen Geistermädchens gefunden. Nun weiß ich, wie es in dieses Schloss gelangte. Allerdings verstehe ich nicht, warum es behauptet, dass es ein schrecklicher Ort sei. Laut dem Tagebuch gefiel es ihm hier sehr gut und der Hausherr liebte es wirklich und kümmerte sich gut um es. Jedoch hörte das Tagebuch plötzlich auf. Ganz so, als wäre vielleicht etwas Schlimmes passiert. Oh ja. Gut, dann müssen wir uns weiter nichts machen. Hier müssen wir was aufschneiden. Hinter dieser Linse liegt ein Schlüssel, den ich bestimmt gebrauchen kann. Vielleicht kann ich ein Loch in das Glas der Linse schneiden. Hier können wir wimmeln, wenn wir wollen. Hier brauche ich sowas wie einen Schwamm voller Staub und Spinnweben. Kann ich kaum etwas sehen. Ich muss das Porträt irgendwie säubern. Dafür haben wir nämlich dann den Lappen. Das ist ein Porträt des Geistermädchens. Es sieht sehr hübsch aus. Hier steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht entziffern. Es ist zu klein geschrieben. Ja, dafür brauche ich mir jetzt eine Lupe. Die haben wir allerdings nicht. Aber hier machen wir weiter im nächsten. Bis dahin. Ciao, ciao.